Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Geht es euch in diesen Tagen auch so wie mir? Die Bilder tausendfacher Raketenangriffe der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel waren verstörend genug. Doch statt einer weltweiten Welle der Solidarität mit den bedrängten Israelis mussten wir am vergangenen Samstag mit ansehen, wie für den Aggressor demonstriert wird. Unerträglich. Da war zu sehen, wie ein entfesselter Mob seinem Hass auf Juden in nahezu allen deutschen Großstädten freien Lauf lassen und die Auslöschung Israels fordern konnte. In Köln versuchten Demonstranten, eine israelische Flagge anzuzünden. In Leipzig störten sie eine Pro-Israel-Demo. Und in Hamburg wurde ein Reporter von Demonstranten umzingelt und beschimpft. Das zeigt einen beunruhigenden Trend, nämlich, dass wir, die wir jüdisches Leben in Deutschland wollen, nach und nach gegen den Mob verlieren. Wir mögen zahlenmäßig aber die größere Mehrheit sein. Aber diejenigen, die Israel und jüdisches Leben auch bei uns ausgelöscht sehen wollen, beherrschen die Straße. Beispiel Frankfurt am Main. Die Stadt hatte ein Demoverbot verhängt, das aber vom Verwaltungsgericht aufgehoben wurde. Begründung, dass die Ausrichtung der Demo als antisemitisch empfunden werden könnte, rechtfertige kein Verbot, hieß es lapidar. Und so haben wir es jetzt mit einer neuen Generation von Antisemiten zu tun. Sie nutzen das Grundrecht und auf Meinungsfreiheit schamlos für Propaganda gegen Israel aus. Sie respektieren unsere Polizei nicht. Sie sind sich auch nicht zu schade, ihre Kinder auf Demos mitzunehmen und für ihren Hass zu instrumentalisieren. Vielen Demonstranten geht es nicht allein um Kritik an Israels Reaktion auf den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Nein, sie wollen ihren Hass auf Juden freien Lauf lassen. Und das mitten in Deutschland. Doch Szenen wie die vom Samstag dürfen sich nicht wiederholen. Nicht auf den Straßen des Landes, das für den Massenmord an Millionen Juden verantwortlich ist. Ich finde es zutiefst beschämend, wenn ein israelischer Botschafter im Jahre 2021 deutsche Behörden darum bitten muss, alles für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden im Lande zu tun, weil die Menschen sonst ihres Lebens nicht mehr sicher sein können. Jetzt also sind Politik und Staat gefordert. Wir müssen gegen die hässliche Fratze des Antisemitismus klare rechtsstaatliche Antworten liefern. Deshalb nehmen wir die neuerliche Eskalation des Nahostkonflikts und seine Folgen zum Anlass einer besonderen parlamentarischen Initiative. Bereits morgen werden die demokratischen Fraktionen des Bayerischen Landtags euch einen von uns freien Wählern federführend erarbeiteten Dringlichkeitsantrag vorstellen. Die damit verbundene Resolution gegen Antisemitismus wird am Donnerstag ins Plenum des Bayerischen Landtags eingebracht. Darin machen wir unter anderem deutlich, dass wir antisemitische Straf- und Gewalttaten mit allen rechtsstaatlich zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Denn ein starkes und vielfältiges jüdisches Leben war, ist und bleibt fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Um es weiter zu stärken, bedarf es mehr Prävention und intensiverer Jugendarbeit, die gezielt auch auf muslimische Jugendliche zugeht. Und über staatliche organisierten Islamunterricht wollen wir Freien Wähler erreichen, dass junge Menschen gar nicht erst in die Fänge von Hasspredigern geraten können. Es bedarf jetzt eines neuen Aufstands der Anständigen und der klaren Ansage, Existenzrecht und Sicherheit Israels sind für uns ebenso wenig verhandelbar wie die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Shalom. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.